Sonntag. 10:30 in Barcelona. Guten Morgen, liebe Campingfreunde. Guten Morgen, Pension Firna, die Türen geöffnet. Nach stürmischen Angriffen auf unser Zuhause heute Nacht haben wir es trotzdem überlebt. Mitten am Strand, am Playa de Barcelona. Ja, aber sehr stürmisch heute Nacht, auf jeden Fall. Nun gut, heute kommt der Besuch. Heute kommt der Besuch, den werden wir heute mal vom Flughafen abholen. Und dann Barcelona näher erkunden. So, der Kaffee ist fertig. Wird man schön munter. Jetzt gehen wir mal hier entlang der Strandpromenade. Ach, den kennen wir doch, dort hinten. Na, so sieht's hier im Hellen aus. Strände voll. Hübsch. Hübsch. Dann ist das die Kost. Ich sag, wir gehen links. Guten Abend. Sonntagabend, 18:48 Uhr, die Gäste sind noch nicht da, aber dafür unglaublich viele Abiturientinnen. Die sollen hier landen. Das Abitur. Urlaub. Wollen Sie nach Lorette mal? Genau. Die sind schon da und warten auf ihre jungen Küken. So, wo bleiben Sie denn? Mit kurzgeschorenen Haaren. Die Sachsen kommen. Oh oh. Jawohl. Wollen wir noch Geld holen oder was? Hey, wo sind die jetzt hier? Nein, in der Tür. Nach stundenlangen Warten sind sie endlich da und bringen schlechtes Wetter mit, es regnet draußen. Aus Dresden mitgebracht. Hi. Ah, servus. Ja, alles klar. Das ist die Josi. Ja. Die machen mal zwei Kuchen, ne? Pfingstmontag. Heute wird Barcelona mit ihren kulturellen Sehenswürdigkeiten näher erkundet. Wir sind gerade auf dem Weg zum Universidad. Schauen wir mal, was uns da erwartet. So, dann machen wir wieder ein kleines Video. Dienstag, 2.6. Wir sind gerade auf dem Weg zum Tibidabo, der hier oben ist. Und fühlen uns ganz schön der Sonne, der Hitze ausgesetzt. Ich habe mir schon mal vorgesorgt hier. Ein kleines Handtuch übergeworfen. Ja, dann gehen wir weiter. Mal gucken, wie viel Schweiß wir noch verlieren werden. Auf! Und davon! Oh, da sind wir jetzt oben am Mist, die wieder auf. Ja, da geht auch eine. Mäßig groß. Wo ist denn dieses Teil 2? Und da hinten die ersten Ausläufer der Pyrenäen. So, wieder ein kleines Highlight auf unserer Reise. Hier sehen wir den angelegten Parc de Güell. Von Gaudi um 1900 angelegt, 1914 mit 3 Kilometer an Wegen beendet, da das Interesse dann nicht mehr so groß war. Wunderhübsch, da hinten sehen wir auch das Meer. Ja, sieht nämlich nicht aus wie Unterwasser.